Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Special Part noch von Tomb Raider 1. Wir sind jetzt hier wieder im verlorenen Tal, kurz bevor wir dann zu den Dinos kommen. Und ich habe etwas Nettes festgestellt. Wir haben nämlich von jeder Waffe jetzt endlos Munition. Wie ihr seht, ist es keine Zahl mehr angegeben. Wir haben nur halt unsere Zahl von Midi-Packs, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Und dementsprechend habe ich mich jetzt entschlossen, euch auch mal eben den sinnlosen Bereich, sag ich mal, hier zu zeigen. Das ist ja egal. So, wie ihr seht, hier sind nur drei Wölfe gewesen und ansonsten ist hier nämlich rein gar nichts. Nichts links, nichts rechts und wenn ich hier weiter geradeaus gehe, dann ist hier auch einfach nichts außer einem verschütteten Gang. Nee, da kann man hier so hoch gucken, man kann auch sonst wohin gucken, das ändert gar nichts an der Situation. Hier ist einfach mal wirklich nichts. So, ich werde jetzt natürlich den T-Rex so besiegen, wie ich zu dem jetzigen, also zu dem damaligen Zeitpunkt gekonnt hätte. Nämlich mit normalen Pistolen und hoffe, ich sterbe nicht. Ein paar Midi-Packs habe ich ja sonst. Wenn auch nicht so viele. Liegt hier jetzt nochmal eins? Ja, hier liegt natürlich wieder eins. Klar. Nur die Raptoren, die mache ich jetzt mal eben auf die Schnelle kalt, weil, ne, was soll's, warum nicht? Bäm! Damit sind sie doch herrlich schnell kaputt zu kriegen, die Raptoren. Na komm her! Sehr gut, dann wechsle ich jetzt mal eben die Waffen. Und dann wünscht mir Glück. Es gibt ja sowieso auch noch einen Trick, muss ich sagen. Wenn wir uns zum Beispiel auf diesen kleinen Stein da vorne stellen, bei der Brücke. Da würde uns nicht fressen, warum auch immer. Naja, aber ich versuche es so, mal gucken, ob es klappt. Nicht fressen, nicht fressen, nicht fressen, nicht fressen, nicht fressen. Ein Midi-Pack. Sicherheitshalber. Stirb! Mann, der hält aber ganz schön viel aus, der Junge. Nein! Fuck you! Ich darf ihn nicht von frontal angreifen, weil sonst frisst er mich. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Yes! Leute, wir haben ihn. Jetzt hast du mal einen gerechten Kampf gesehen. Aber er ist wieder mit dem Kopf im Stein gelandet, dass wir ihn nicht vernünftig angucken können. Das ist echt schade. Alter. Also echt, wenn man ihn frontal angreift, dann ist echt nämlich finito. Das kann ich euch auch mal eben gerne zeigen, indem ich jetzt einfach das nochmal lade. Neustart des Levels. Dauert ja auch nicht so lange, bis wir da hinkommen. Habt ihr es aber auch mal gesehen, ne? Denn ihr habt ja schon gesehen, er hat so ein bisschen nach mir geschnappt. Und ja. Welche Waffen habe ich jetzt? Ich habe wieder die schönen Uzis, das ist doch gut. Dann falle ich jetzt auch mal anders den Wasserfall hinunter. Ihr habt es ja schon gesehen mit dem eleganten Kopfsprung, aber so machen es halt die meisten. Sieht auch sehr, ich wollte schon sagen, intelligent aus, aber ich wollte natürlich einfach nur sagen, elegant. Wieder auf meinen kleinen Lieblingsplatz hier vorne und dann ballern wir mal die Wölfe über den Haufen. So, haben wir das erledigt? Ganz schnell und elegant und überhaupt. Auch wenn sie mir ein bisschen leid tun, aber.
Bleib ruhig liegen, mein lieber Wolf. Brauchst mich gar nicht anzugreifen. Oder es zu versuchen. Bringt's ja eh nichts, ne? So, jetzt gehe ich natürlich nicht nochmal diesen sinnlosen Weg, sondern direkt hier hoch. Medipack brauche ich jetzt auch nicht aufheben, will ja sowieso hier jetzt sterben. So, dann noch eben schnell die Raptoren platt machen und dann haben wir es ja auch schon. Stirb! So, dann Nummer 2. Komm her. Wie brav er sich hat töten lassen, ne? Ich schieße jetzt mal gar nicht auf ihn. Hallo. Ah. Hallo. So, kommst du auch mal her oder bist du jetzt festgebackt? Wie langsam er sich bewegt, ne? Ja, aber da seht ihr mal die Instant-Death-Attacke von ihm. Ziemlich cool, wie ich finde. Und, ja. Mal sehen, was gibt's denn euch noch zu zeigen? So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich meine, bei Qualopec könnte ich euch halt nur zeigen, wie es noch ist, wenn man von der Kugel halt auch verfolgt wird, weil man sie nicht vorher auslöst. Das interessiert aber keinen Menschen. Von daher machen wir direkt weiter mit St. Francis Folly. Ich versuche noch... Ja, Musik ist gut. Ich versuche noch einmal das... Kennen wir schon. Das Secret zu holen. Und werde jetzt auch mal hier gerechter kämpfen und mich nicht, ja, auf einen Stein stellen oder sowas, weil... Ich kann's ja, ne? Achso, nee, Waffen gezogen lassen, bitte. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Ich könnte auch einen Cut machen, aber... Nee. Das klingt, als ob die Löwen hier Asthma hätten oder so. Ja, Asthma-Löwen, ne? Auch mal interessant. So, dann das gleiche Spielchen nochmal. Erst den Klotz nach hier und dann nach da vorne. So, einmal hier hin. Schwerstarbeit. Genau, Tür wird angezeigt, aber sie geht nicht auf. Und nochmal zurück. Ganz einfach, weil wir es können. Ja, kommen Sie zu, Laura. Beeil dich, Mädchen. Also ich will echt nicht wissen, wie viele Fruchtzwerge Lara gegessen hat, bis sie so stark geworden ist. Oder vielleicht ja auch Spinat, so wie Popeye, ne? Immer eine ganze Dose sich reinkippen und dann kann man alles verkloppen, was einem sich nur in den Weg stellt. Ich überlege gerade, nehme ich die Uzis weiterhin oder... Ach ja, komm, warum nicht, ne? Hallo? Ihr seid keine Herausforderung für mich. Ach ja, du kommst ja jetzt schon. Guck mal, die haben mich nur geschubst, aber nicht mal angekratzt, großartig. Null Energieverlust, so muss das sein. So, und jetzt noch Pierre fertig machen. Junge, wo bist du? Mal ganz ehrlich, normalerweise müsste der schon tausendmal umgefallen sein. Hau ab! Du Wichser! So, bist du gestorben? Ich meine, bist du weg? Ja. Ich meine, normalerweise müsste er schon längst tot sein, aber es ist halt Pierre, ne? Pierre kann ja alles. So, ich bin gespannt, ob ich es diesmal schaffe. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Deswegen, wir werden einfach mal gucken. So, Minipack mitnehmen, weil wir es können. Wieder hier hinspringen. Ich glaube, wir könnten sofort nach links auch springen, aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht.
bevor ich das jetzt gleich alles nochmal machen muss. Ich werde auch echt nur einen weiteren Versuch starten, mir das Secret zu holen, weil ich meine, ist ja sowieso unerheblich. Das Spiel haben wir ja durch. Sonst hätte ich auch nicht endlos Muni bei allen Waffen, ne? Mal davon abgesehen. Und, ne. Vielleicht werde ich dann sogar irgendwann mal einen Run machen, so von wegen, ja, keine Midi-Packs und keine Loads. Wie das ja der Badass Games gemacht hat. Da schaue ich einfach mal. Aber es ist ein bisschen riskant, ne, so bezüglich der Sachen, die so alle hier passieren können, aber naja. Ich glaube, ich rutsche gerade genauso wie letztes Mal, kann das sein. Ich glaube, er ist ja ganz, also der das Video damals gemacht hat mit dem Secret, der ist ja ganz hier rum runtergerutscht am Rande. Dass er so halb in der Wand schon drin war und dann, glaube ich, so. Und dann nochmal anders da. Oder so, ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Ich bin jetzt mal ganz gelassen. 1, 2, 3. Und immer noch nicht geschafft. Okay, Leute, damit ist es halt, ja. Warte mal, kann ich nicht hier mich durchbuggen? Es gab doch einen Glitch, mit dem ich dann hier... Nein, ich will nicht nach oben. Ich möchte einfach nur ins Gitter glitschen. Es gab doch einen Glitch, wie das ging. Das Krokodil kann es doch auch. Guck mal, das Krokodil macht's doch vor. Oh, jetzt beiß mich hier nicht zu Tode, du scheiß Kroko. Ich möchte mich durchs Gitter glitschen. Aber es will gerade nicht funktionieren, wirklich. Ach, komm schon. Oh. Ja! Es klappt. Hat geklappt. Ist das geil oder ist das geil? Mal sehen, kann ich das Kroko sogar von hier aus töten? Kommt's her? Nee. Aber seht mal, wie unlogisch das ist. Man kann sich hinter das Gitter glitschen. Und dann ist man halt hier und dann, ja, frohes Schaffen, ne? Ja. So leicht kann's gehen. Dann bekommt man mal, zwar nicht das Secret hier und sowas, ne, aber was soll's, ne? Ist ja egal. Ich meine, wer braucht das schon? Yay! Babum. Wer wollte hier nicht schon einmal abstürzen? So, Spiel neu laden. Was nehmen wir denn jetzt mal Schönes? So, wir waren jetzt gerade hier. Kolosseum gibt es, glaube ich, nichts. Ich meine, da kann man auch so ein paar Wege abkürzen, zum Beispiel, aber pff, das zeige ich jetzt nicht. Palast des Midas gibt es eigentlich auch nichts. Zisterne, nö. Grab von Teokan, nee, ich glaube nicht. Kamun, Obelisk von Kamun, nö. Heiligtum des Gion, nö. Katakomben, oder gab es da was? Nee, eigentlich nicht. Atlantis? Da müsste ich das ganze Level aber jetzt nochmal durchspielen, um euch dann halt diese eine Geheimtür dazu zeigen. Nee, hätte ich im Let's Play machen müssen, mache ich jetzt nicht. Machen wir die große Pyramide. Wie das ist, wenn ich da zum Beispiel runterfalle. Und dann mache ich einmal den Kampf auch mit den normalen Pistolen. Mal sehen, ob ich das dann überlebe oder nicht. Wenn man hier runterfällt, dann ist halt wirklich ein tiefer Fall angesagt. Also so schreit Lara wirklich nur hier. Sonst hat sie auch nicht die Gelegenheit dazu. Ist auch geil, ne? Wie die Lava einfach mal steinhart zu sein scheint. Und sie da einfach nur drauf liegt, sich das Genick bricht und daran stirbt und dann anfängt zu brennen. Das ist herrlich unlogisch. Aber, naja, was macht's, ne? Kann sie ja ruhig. So, dann lasse ich mich jetzt mal von dem Viech töten. Danach besiege ich es mal auf, ja, etwas schwerere Art und Weise. Hallo, ich möchte dein Freund sein. Hast du mich lieb? Ich glaube nicht. Ey, der schubst mich eher runter. Ah, nee, da nicht. Hä, bist du tot? Hab ne Barbie, hä? Hoffe ich jetzt in schöne Luft liegen bleibe. Herrlich. Ja, aber das ist seine Instant-Death-Attacke. Habt ihr die auch mal gesehen? Und ich werde jetzt beweisen, dass ich ihn auch einfach so besiegen kann mit den normalen Pistolen, auch wenn es eine Ewigkeit dauert. Hab jetzt da gerade einfach Bock zu, zum guten Abschluss des Videos. Denn mehr Sachen gibt's ja auch eigentlich nicht.
Aber eigentlich ist hier ja der ganze Trick an der Sache wirklich nur Ruhe bewahren. Ich meine, der macht ja eigentlich nichts großartig, ne? Ne, von daher, man muss eigentlich echt keine Angst vor dem Viech haben. Er sollte eigentlich mit seinen Wutausbrüchen treffen, das ist aber auch schon alles. Ja, kannst du viel rumtoben, wie du willst, Junge. Scheiße. Ja, so kann's gehen. Ich hätte ihn fast gehabt. Okay, Leute, ich habe gefailt. Ich weiß nicht, soll ich noch einen Versuch starten oder nicht? Ich glaube nicht. Ich hätte ihn ja so oder so fast gehabt und von daher... Ich meine, wenn ihr jetzt unbedingt nochmal in die Kommentare schreibt, so von wegen, doch, zeigt doch einmal wieder dem Boss hier mit den normalen Pistolen beziehst, mache ich es gerne, aber ich glaube, das will jetzt keiner mehr sehen. Ich habe es jetzt mal versucht, habe gefailt und ja, komm, Part ist lang genug, passt. Ja gut, Leute, ich habe euch dann hier mal so ein paar kleine Sachen gezeigt. Das ist eine Easter Egg bei San Francis Folly. Das Secret will mir einfach nicht entgegenkommen, sage ich mal. Bin wieder ein bisschen zu früh von der Kante abgesprungen, obwohl es auch ganz knapp wirklich war. Also eigentlich, wenn man 1, 2, 3 zählt und dann abspringt, ist es eigentlich genau richtig, aber irgendwie hier halt doch nicht. Warum auch immer. Ja. Deswegen. Dann noch das Ärgerliche natürlich, dass das letzte Secret nicht gezählt wurde. Ne? Warum auch immer halt, aber naja. Was soll's. Das war Tomb Raider 1 definitiv. Das war's jetzt wirklich. Es sei denn, ihr wollt doch irgendwas sehen. Oder auch irgendwas anderes in dem Level, wenn ihr da so sagt, ja, ich habe mal von dem und dem Glitch gehört, zeigt den doch mal, versucht den mal hinzukriegen oder sowas, dann versuche ich es mal gerne. Aber ansonsten jetzt so, würde ich sagen, haben wir's. Und ja, ich hoffe auch, dieser kleine Bonuspart hat euch gefallen und ja, wir sehen uns dann in Tomb Raider 2 oder The Quick and the Dead, denke ich mal, wieder. Bis dahin, ciao, ciao.